große OE24-TV-Bundesliga-Show. Am Pfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Die Länderspielpause ist vorbei. Der Ball rollt wieder in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Sonntagabend 22 Uhr, ganz genau Ihre Zeit für alle Spiele, alle Tore aus der österreichischen Fußball-Bundesliga in Ampfiff. Klarerweise mit unserem Fußballexperten Frankie Schinkels. Hallo. Ich habe gesehen, du hast dich in der Maske gerade noch mit einer Banane gestärkt. Worauf deutet das hin? Ja, weil ich weiß, die Zuschauer erwartet was und ich muss voll da sein. Ja? Ja. Also Müsselriegel und Banane ist Pflicht vor der Sendung. Und ich hoffe, du bist heute voll da. Ich kann schon einmal sagen, wir haben ein richtiges Torspektakel, ein Torfestival. 27 Treffer in dieser Runde. Dann erwartet uns was, das habe ich ja gesagt. Deswegen muss ich topfit sein. Es erwartet uns sehr viel. Es erschüttert allerdings auch die Bundesliga gerade ein richtiger Wettskandal, ein Manipulationsschock, müssen wir klarerweise auch thematisieren. Sanel Kulic, einmal mehr ganz groß in den Schlagzeilen. Sprechen wir in Kürze darüber. Außerdem ist es für die österreichischen Teams ja die große Generalprobe vor der Champions League, vor der Europa League. Klarerweise auch Ihr Input zu uns in die Sendung. Ampfiff@oe24.at. Jederzeit sehr, sehr gerne mitschreiben, was auch immer Ihnen gerade auf dem Herzen liegt, auf der Zunge liegt, was Sie schon immer mal von Frankie wissen wollten. Die letzten Tage gut verbracht, die Länderspielpause? Ja. In Kroatien. Ich war 4 Tage in Kroatien, ein bisschen Tennis spielen. Das machen wir einmal im Jahr mit einer Männerrunde. War Gaudi natürlich und ja. Und jetzt heißt auf diesen 7. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Das sind die Spiele, die heute Abend auf Sie zukommen. Jetzt in den nächsten 120 Minuten. Wir starten gleich einmal in Hütteldorf. Rapid gegen die Admira, Salzburg gegen Hartberg. Die große Generalprobe für die Champions League. Mattersburg gegen den Aufsteiger. Wattens Tirol, Sturm Graz gegen den LASK Altach, gegen St. Pölten und zum Abschluss dann noch das ganz große Topspiel in dieser Runde in der Lavantal Arena WAC gegen die Wiener Austria. Rein ins erste Spiel und zwar in Hütteldorf. Rapid gegen die Admira. Didi Küber hat versprochen, es könnte der Auftakt zu einer ganz großen Siegesserie werden. Jetzt die nächsten Gegner, die vor der Brust sind. Admira, dann der Aufsteiger, Hartberg, Mattersburg, alles Mannschaften. Wattens. Und dann wieder die Admira. Ja, ja, ich finde es gut. Wenn du das Vertrauen hast in deine eigene Mannschaft, dann musst du auch solche Töne geben, von dich geben. Aber natürlich, die Wahrheit liegt immer am Platz, das wissen wir. Aber es ist gut, wenn ein Trainer sich outet und sagt, wir können da genug Punkte machen, um vielleicht bei den Top 3 gut dabei zu sein. Dann denken sie die Spieler, aha, okay, der Trainer glaubt an uns. Naja, dann müssen wir Gas geben und vielleicht bewirkt er das damit. Wie groß ist aktuell das Selbstvertrauen jetzt nach der Länderspielpause, aber als großer Derby-Sieger? Ja, natürlich, das nimmst du mit in so eine 10-tägige Ruhepause, wo du schon weiter trainierst. Aber das gibt Spaß, das gibt Kraft, das gibt, beispielsweise wenn Spieler dann irgendwas organisieren müssen, weil sie gekommen sind, ein bisschen was zum Essen, dann nimmst du es auch mit, da wird gelachen, da wird gut trainiert. Ja, das musst du noch mitnehmen gegen solche Gegner wie Admira, so wie du gesagt hast, Wattens, Hartberg, Mattersburg, die nächsten Spiele, auf das kommst du drauf an. Ja, das hat sich der Trainer Didi Küber schon einmal überlegt, was die Aufstellung betrifft. Ja, und da fällt gleich einmal auf, Baraj, trotz diesem kleinen Fauxpas im Derby, dennoch erste Wahl. Ja, aber ich glaube, dass er trotzdem auch gezeigt hat beim Derby, dass er ein sehr guter Verteidiger sein kann. Er hat es noch nicht kontinuierlich bewiesen, aber vielleicht ist das jetzt an der Zeit. Und sonst, Gnas Müller. Ist keine Überraschung dabei. Vielleicht, statt Murg? Der Murg war mit den Zehnt operieren und der ist nicht 100%ig fit. Ja, aber Gnas Müller hat letzte Saison auch schon gezeigt, dass er dann durchsteht, wenn der Ball kommt und das Tor steht da zufälligerweise in der Nähe. Ja. So, da hat schon Tore gemacht. Aber dennoch eine sehr, sehr bissige Rapid-Mannschaft, die da auf uns zukommt. Das ist die Aufstellung der Admira und da gibt es den ersten Trainerwechsel in dieser Saison. Rainer Geier nicht mehr im Amt, Klaus Schmidt übernimmt. Ja. Richtige Mammutaufgabe? Jein. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass die Admira-Mannschaft besser ist als die einen Punkt, die sie bis jetzt haben. Aber der Klaus Schmidt ist natürlich ein Kenner der Liga, im Gegensatz vielleicht zu den Ex-Trainer Geier. Und hat eine andere Ansprache an seine Spieler, hat bei Mattersburg auch einen guten Job gemacht. Und
ich erwarte, dass die Admira aggressiver wird. Und ja, sie müssen natürlich, um wegzukommen von den letzten Platz, mit einem Punkt müssen sie Punkte. Und dass heute natürlich Rapid vor der Tür steht, ja, ist keine leichte Aufgabe. Einer, der klarerweise helfen könnte, ist der Rückkehrer Jimmy Hoffa gegen seinen alten Arbeitsgeber. Wie emotional wird denn dieses Aufeinandertreffen? Ja, ich freue mich drauf, weil ich war selber Trainer bei Austria Kärnten und da habe ich Jimmy Hoffa noch erlebt als Gegenspieler zusammen mit Mayhofer. Und ja, das ist ein brandgefährlicher Spieler und ein sympathischer Spieler. Toller Junge, ganz einfach geblieben. Aber er ist auch nicht jünger geworden. So kann er noch das, was er früher so gut gemacht hat, das Rennen, die Sprints, die tiefen Läufe. Schauen wir mal. Ja, 32 mittlerweile und dieses Mal von Anfang an nicht mit dabei. Hier sind die Highlights. Das Selbstvertrauen ist wieder zurück in Wien-Hütteldorf. Nach dem 3:1 im Derby möchten die Grün-Weißen jetzt eine richtige Siegesserie starten. Erste Station dabei, die Admira. Und die schießt während der Länderspielpause den Vogel ab. Rainer Geier nicht mehr im Traineramt, neu in der Coachingzone Klaus Schmidt. Und der soll die Admira wieder aus dem Tabellenkeller führen. Die Marschroute von Didi Kübauer, erste Station die Admira. Danach der Aufsteiger Hartberg und Mattersburg. Viele Punkte könnten auf das Konto kommen. Lange Zeit passiert nichts, bis Matteo und Baratsch diesen Traumpass auf Auer vollendet und dann Funters ans Außennetz, 27 Minuten gespielt. Viel Hektik in dieser Anfangsphase mit dabei, zum Teil von beiden Teams, aber besonders bei der Admira wirkt manches bzw. fast alles richtig verunsichert, ohne Selbstvertrauen. Koya Kitagawa nach einer halben Stunde mit einer Aufwärmübung für Andreas Leitner. Mehr ist es dann auch nicht. Von der Admira so gut wie gar nichts zu sehen, was die Offensive betrifft. Und auch in der Defensive kommt die Admira immer wieder ins Schwitzen, weil solche unnötigen Fehler passieren. Wie hier zum Beispiel Hjulmann auf Kitagawa und dann geht es ganz schnell. Schobesberger und der nimmt noch einmal Koya Kitagawa mit. Erneut Außennetz. Glück für die Admira kurz vor dem Kabinengang. Wir sind schon fast in der Kabine. Dann noch einmal Matteo Baratsch. Fast Copy-Paste zu vorhin. Langer Ball. Wieder ist Auer mit dabei. Gnasmüllner in die Beine. Und dann Philipp Schobesberger steht goldrichtig, bedankt sich. 1:0. Zweite Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang. Christoph Gnasmüllner in die Beine von Schösswenter. Und dann schon im Fallen, fast im Sitzen, hat er noch den Blick für Philipp Schobesberger, der sich bedankt. 1:0 für die Rapidler. Geht absolut in Ordnung, nachdem von der Admira gar nichts zu sehen ist. Wird auch im zweiten Durchgang für die Niederösterreicher nicht besser. Ganz im Gegenteil. Das 2:0 für Rapid. 54 Minuten gespielt. Toller Assist. Und Matteo Baratsch vollstreckt. Auer leitet das Ganze ein. Toller Ball. Thibon mit dem Kopf weiter und Matteo Baratsch dann rein ins Glück, fühlt sich keiner verantwortlich. Die ganze Admira-Hintermannschaft zieht nur zu. Andreas Leitner sammelt Flugmeilen. 2:0 für Rapid. 61. Minute, dann sehr, sehr emotionaler Moment. Erwin Jimmy Hoffer zurück an seiner alten Wirkungsstätte. Und jetzt soll er die Admira wieder voranbringen. Allerdings, so richtig geht dieser Plan nicht auf, weil Rapid dominant bleibt. Das Kommando nach wie vor fest im Griff hat und sie haben auch Ullmann. 3:0 für die Rapidler, etwas mehr als eine Stunde gespielt. Und es geht dann viel zu einfach. Toll gemacht, schöner Doppelpass, Ullmann mit Schobesberger und dann der perfekte Schlenzer ins lange Eck vorbei an Andreas Leitner. 3:0 nach 64 Minuten schon fast mehr als die Vorentscheidung. Und dann geht es wieder für die Admira viel zu schnell. Gnas Müllner auf Aliu Baci, 4:0. Innerhalb weniger Sekunden schlägt Rapid gleich zweimal zu. Der Senegalese trifft im zweiten Spiel in Folge. Lackner kommt nicht mehr hinterher, findet nicht einmal annähernd in diesen Zweikampf. Auch hier viel zu weit weg. Und dann macht es Aliu Baci. Klasse. Der vierte Treffer für die Rapidler. Und die Grün-Weißen wollen mehr. Schobesberger einmal mehr. Dreh- und Angelpunkt an die Querlatte. Glück für die Admira.
Es hätte durchaus noch viel, viel schlimmer ausgehen können an diesem Fußballnachmittag. Tolle Schusstechnik, die Querlatte verhindert den Treffer. Wieder Schobesberger kurz danach zum Auftakt der Rapid-Viertelstunde. Dejan Ljubicic mit dem feinen Zuspiel. Knasenbühner hätte auch noch in der Mitte gewartet. Bleibt beim 4:0. Arase mit der nächsten Möglichkeit und dann kommt Dejan Ljubicic mit dem Abstauber. Die erste Situation kann Andreas Leitner noch gut parieren. Aber dann geht es zu schnell und auch da hat die Admira wieder mal nur das Nachsehen. Und auch beim Nachschuss geht es viel zu schnell für die Admira. 5:0 am Ende, ein Ergebnis, das sogar für die Rapidler noch um einiges höher ausfallen hätte können. Ja, Rapid schießt also die Admira vom Platz. Ein Ergebnis, das tatsächlich noch höher ausfallen hätte können, beziehungsweise wie gerecht ist dieses Ergebnis? Ja, Rapid war ein Klass besser, war aggressiver. Admira war in der Defensive stümperhaft. Das muss Klaus Schmidt schon zu denken geben, weil das war eigentlich der Weg, was der Geier angefangen hat, hat er jetzt weitergemacht in der Defensive. Ja. Mhm. Und vorne natürlich, sie haben zwar Namen, aber sie sind noch keine Mannschaft. So, er braucht so schnell wie möglich eine kompakte Defensive um den Schuss-Wendner. Aber ja, der Lagner war nichts, der Spasic war schwach. So. Und wenn die Defensive nicht steht, dann kann es vorne auch nicht in Ruhe einmal angreifen. Und Rapid hat es super gespielt, viel Kurzpass, viel in die Tiefe. Und natürlich schöne Tore geschossen. Ja, und Tore hat es gleich jede Menge gegeben. Ja. Gleich einmal 5 in diesem allerersten Spiel. Wir gehen es der Reihe nach mit Ihnen durch. Hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis zur 47. Minute. Zweite Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang. Philipp, ja, Schobesberger. Aber viele Rapidspieler immer im 16er von der Admira gewesen. Das ganze Spiel waren es wieder 5. Und dann ist natürlich normaler Schuss, wenn dann hätte er dann noch. Und dann, ja, macht er einfach das, was er machen muss, schießt er meine. Nach dem Seitenwechsel dann fast das gleiche Bild von der Admira, wenig zu sehen, auch was die Defensive angeht. Sicher einstudiert auf Dibon, langer Pass, das war das Problem von der Admira. Sie sind sehr eng in der Mitte gestanden und draußen ist fast nie einer gewesen. Ja, und dass der Baraj nach die gute Pässe in der ersten Hälfte dann selber das Tor macht, schön. Das war vielleicht das schönste Tor von Ullmann, mit seinem Rechter. Mhm. Als guter Lenker, super Schlenzer, ja, kommst du nicht hin als Tormann. Erstes Tor im Dress der Rapidler und dann ja, fast mit dem nächsten Angriff, Ali Ubaci. Ja, super Tor, nimmt das Risiko wieder, sieht man den Pass in der Tiefe, Knaus Müller war wieder beteiligt, ein gutes Spiel gemacht. Und ja, der Ubaci, der hat natürlich das Tempo, ja, der kann schon, wenn er im Rennen ist, jemand davonrennen. Aber hier schaut natürlich Lagner und Schuss-Wendner in der Innenverteidigung schauen nicht nur groß, aber auch alt aus. Ja, und nach 81 Minuten dann noch der Schlusspunkt durch Dejan Ljubicic. Ja, wobei, hier musste normal der Pass hier auf Baci kommen. Das war dann schon zum Kritisieren. Ljubicic bereitet selber vor, aber jetzt muss der Pass kommen auf Baci, dann braucht er nur einschieben. So kommt der Ljubicic zu sein. Glückliches Tor. Und aus Sicht der Rapidler muss man jetzt sagen, nach dem Derby-Sieg, jetzt der nächste, super, volle Triumph. Wie groß ist dieser Aufwärtstrend jetzt? Kann es wirklich ein Siegeslauf werden, so wie ihn Didi Küper angekündigt hat? Ja, das habe ich vorher gesagt. Ich finde es gut, wenn man sich outet, wenn man sagt, hey, jetzt kommen sogenannte Leichtere. Wir sind auf Papier besser, nur Papier gewinnt keine Spiele. Aber wir wissen, dass wir besser sein und da müssen wir dran. Und das tun sie. Sie sind körperlich fit. Man hat es gesehen, bei jedem Angriff waren genug Rapidler im gegnerischen Hälfte. Deswegen ist es vielleicht der erste große Strike. Und natürlich, leider für Rapid, sie haben keine Doppelbelastung. Deswegen tut das auch gut, wenn du natürlich ausgeruht bist. Ganz interessant auch, was die Zahlen angeht. 24 Schüsse von Rapid, kein einziger der Admira. Was sagt das aus? Ja, ich sage vieles aus, weil ich glaube, dass Klaus Schmidt jetzt einmal nicht schlafen kann. Weil der hat schon natürlich jetzt etliche Tage trainiert und hat natürlich mit dem Testspielsieg gegen Amstetten 4:0 hat er schon ein erstes gutes Omen gesehen. Aber ja, das wirft ihn natürlich zurück als neuer Trainer. Worauf führst du das zurück, dass die Admira gerade auch was die Offensive angeht momentan einfach nicht ins Schwarze trifft?
Es ist, mir kommt es vor, die Zweikampfstärke ist ein bisschen abhanden gekommen. Ja? Und auch das richtige Tempo nach vorne, das Umschalten, und das fehlt mir. Und ja, in der Mitte, hinten, hat man geglaubt mit Schuss Wendner kommt jetzt mehr Stabilität, aber anscheinend fällt es gleich wieder zusammen, wenn man 1-2 Tore hinter ist. Ne? Kolja Pusch ist ja jetzt im letzten Atemzug noch verpflichtet worden, war verletzungsbedingt diesmal jetzt noch nicht dabei. Ist es vielleicht genau der Admira momentan fehlt, aber der Klaus Schmidt vielleicht noch sehr glücklich macht? Ja, natürlich wird er die Mannschaft glücklich machen und dann auch Klaus Schmidt, weil der war letzte Saison top. Mhm. Was sagen die Spieler zu dieser Partie? Hier sind die Stimmen zum Spiel. How confident are you after this match? Yeah, of course we are confident. We scored 5 goals. Yeah, I scored also, so it's my first goal. So, yeah, it's a great feeling, and I hope we continue like this. And I'm really happy about the team and everything. So, yeah, I can only say, yeah, great job, boys, and keep going. Yeah. How was that? The very first goal. It was great, really, and it was on the side where our defense and everything. For my first goal, I cannot expect anything else. This is really, really great feeling and really super goal, yeah. Mit welchen Erwartungen ist man denn in dieses Match gegangen? Ja, dass die Admira defensiv stehen wird, gerade mit dem neuen Trainer, dass wir auf Defensive bauen werden. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer da, aber ich denke, mit dem 1-0 dann in der Halbzeit haben wir uns dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen in den Rausch gespielt und hätten noch höher gewinnen können. Woran hat gelegen, dass dieser Torreigen erst mit dem Ende der ersten Halbzeit begonnen hat? Ja, wie gesagt, die Admira ist am Anfang gut gestanden und ich denke, dass dann gegen Ende der ersten Halbzeit dann schon ein bisschen eingebrochen sind. Bei den Temperaturen war es auch verständlich und wir haben eigentlich die meiste Zeit den Ball gehabt. Und das war der Plan, dass wir einen Gegner mitspielen und dann das ausnutzen. Wie viel Druck war heute dabei, diesen Pflichtsieg einzufahren? Ja, die kleinen Spiele soll man natürlich immer gewinnen. Wir haben daheim leider heuer schon 2 Heimspiele verloren. Deshalb war es enorm wichtig, dass wir jetzt einen Heimsieg feiern. Und ja, ich glaube, aus den letzten 5 Spielen haben wir jetzt 4 Siege geholt und der Pfeil zeigt eindeutig nach oben. Wie zufrieden ist man mit diesem 5-0? Ja, 5-0 hätten wir vor dem Spiel zu 100% genommen, auch wenn es der Tabellenletzte ist. Man hat gesehen, dass die erste Halbzeit noch nicht so eine klare Sache war. Da haben wir uns den Gegner ein bisschen zurechtgelegt, wobei wir noch nicht so viele Torchancen gehabt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Räume sehr gut bespielt, waren sicher am Ball. Und schlussendlich war dann der Sieg hochverdient und sind wir jetzt froh, dass wir da oben dabei sind. Wie sieht die personelle Lage aktuell aus? Ja, natürlich gibt es einige angeschlagene Spieler, aber der Kader ist dünn. Aber die Qualität im Kader ist gut. Jeder zieht an am Strang und das ist das Entscheidende. Wir haben vor allem in den letzten Spielen, die eng waren, sprich Stabi gegen Sturm oder auch gegen LASK, haben wir zu 100% gefightet. Die Mannschaft zieht an am Strang und das ist heuer entscheidend für uns. Rapid ist auf den 3. Platz vorgerückt. Mit welchen Erwartungen und Hoffnungen geht man dann in die nächste Runde? Ja, generell unser Ziel ist, dass wir uns da oben jetzt richtig reinbeißen, dass wir nichts mit diesem Strich zu tun haben, dass wir da noch rutschen, sondern dass wir da ganz klar ein Wörtchen vorne mitreden. Und da arbeiten wir uns schon langsam hin nach einem holprigen Saisonstart. Und jetzt zeigt der Pfeil wirklich nach oben und da müssen wir dranbleiben. Ja, Stefan Schwab, der Rapid-Kapitän, sagt, der Pfeil zeigt nach oben. Wo befindet sich Rapid gerade in dieser Saison? Ich glaube, dass sie müssten sich ausrechnen, bei den ersten 3 zu sein. Ja? Mhm. Ich glaube schon, dass sie die Qualität WRC wer ist da noch? Ja, Heidberg. Sturm. Sturm, das muss zu schaffen sein. Ja. Austria Wien ist noch nicht bei den ersten 3 zum Sehen. Und ja, natürlich LASK. LASK ist auch abzuwarten, wie sie wirklich die Quali jetzt, die Gruppenphase überstehen in der Doppelbelastung. Deswegen hat Rapid mit dieser Auslosung, was wir schon besprochen haben, ja. Mit Wattens, mit Hartberg, mit Admira noch einmal, mit Mattersburg, ja, kannst du ruhig rechnen mit 4 Spielen, 12 Punkte. Mhm. Und dann musst du bei den Top 3 gefestigt sein. Mhm. Die Admira nach wie vor Tabellenschlusslicht. Sie haben zumindest einmal die Entscheidung getroffen und ja, sich vom Trainer getrennt. Klaus Schmidt hat jetzt übernommen. War es die richtige Entscheidung, so rasch zu reagieren? Und ist er jetzt auch der Perfekte für diese schwierige Situation? Ja, ich glaube, dass man keine Entwicklung mehr gesehen hat bei der Admira-Mannschaft. Das war ein Talfahrt. Ja. Mhm. Aber
Jetzt habe ich gedacht, gegen Amstetten gewinnen sie. Ist nur ein Vorbereitungsspiel, aber dann kriegen auch Spieler wieder eine Chance, die normal Ersatz waren oder die bei den Geier als Trainer überhaupt nicht im Bild waren. Und die wollen dann wieder, die sind top motiviert und die geben dann wieder Gas und dann die nehmen dann wieder die anderen Spieler mit, weil die müssen dann wieder kämpfen um ihren Platz. Ja. Aber heute hast du nicht gesehen, die sind nach der Halbzeit zusammengebrochen und das wundert mich. Der Druck also für den Admira-Trainer nach wie vor riesengroß. Die Küper auf der anderen Seite kann nach 2 Siegen in Folge ein wenig aufatmen. Hier ist die Pressekonferenz nach dem Spiel. Herzlichen Glückwunsch an Rapid, an Antiri. War natürlich eine verdiente Leistung bzw. ein verdienter Sieg nach einer sehr, sehr soliden Leistung. Wir haben versucht, uns hier im Stadion da so teuer als möglich zu verkaufen. Das ist uns 45,5 Minuten, denke ich, ganz gut gelungen. Das Gegentor war natürlich, wie soll man es fernsehtauglich sagen, eher ungünstig. Und wenn man dann so in eine Kabine geht, wo eine Mannschaft extrem verunsichert ist, beziehungsweise mit von Niederlagen in letzter Zeit geprügelt wurde, dann wird es natürlich schwierig. Und das 2:0 zu Beginn der zweiten Halbzeit hat dann das Seine dazu beigetragen. Dann war die große Frage, gehen wir ein hohes Risiko, um noch einmal den Anschluss zu finden. Das haben wir gemacht. Dafür sind wir postwendend bestraft worden. Da war dann eigentlich dann gar nicht mehr zum Umstellen, haben wir 2 Tore bekommen und der Rest war Schadensbegrenzung. Rapid hat das clever gespielt, hat auf ihre Möglichkeiten gewartet und somit haben wir 5 Stück gekriegt und gehen enttäuscht nach Hause. Aber ihr habt auch spielerisch zum ersten Mal in der Saison, heißt mich jetzt wahrscheinlich steinigst, richtig überzeugt nach der Pause. Steinig. In dem, was da war. Nein, es ist so, ich denke, man muss immer wissen, was man gegen welchen Gegner tut. Ich glaube, die Admira hat heute ihr Feld so teilweise verkaufen wollen. Und ist aber dann so, wie jetzt nicht sagen, weil die Admira da unten steht. Natürlich hat man es dann erkannt, aber das bedeutet ja nicht, dass man es dann ausnutzen muss. Und die Burschen haben das echt gut gemacht noch. Und haben dann wirklich gute Lösungen gefunden, haben den gegen Gegner, den haben sie es sehr schwer gemacht. Und das war für mich entscheidend. Aber ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass jetzt jedes Spiel von uns schlecht war. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Salzburg-Spiel auch in eine andere Richtung gehen können, wobei Salzburg, werden wir jetzt wieder wiederholen, die waren dort den Tick besser. Aber ich glaube jetzt nicht, dass uns irgendein Gegner an die Wand gespielt hätte. Das war definitiv noch nicht der Fall. Und dass natürlich das Austria-Spiel wirklich wichtig war und dieses heutige Spiel auch natürlich, weil man muss sich vorstellen, wenn wir heute da wiederum irgendwas liegen gelassen hätten, hätten wir die Problematik wieder gehabt. Und das haben die Jungs heute echt top gemacht, dass man jetzt wiederum schon ans nächste Spiel denken kann. Ja, schon einmal ans nächste Spiel denken. Wir reden jetzt noch über dieses aktuelle Spiel, Frankie. Klaus Schmidt sagt, die Mannschaft ist nach wie vor verunsichert. Jetzt hat er die Länderspielpause gehabt. Warum hat er das aus den Köpfen nicht rausgebracht? Und wie bekommt er es denn aus den Köpfen raus? Ja, anscheinend war das Thema, weil sie kriegen das zweite Tor und denken dann, laut Klaus Schmidt, an diese Niederlage von früher. Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu billig ausredet, weil für das bist du als Trainer jetzt schon da dann, dass du denen Selbstvertrauen gibst, dass du die richtige Mannschaft aufstellst. Das kommt auch dazu. Für das hast du Zeit gehabt. Er kennt die Admira-Mannschaft von seiner Zeit bei Mattersburg. Ja, jetzt hat er eine Woche Zeit, um die Mannschaft wieder neu einzustellen. Ja, was heißt es dann? Nächste Woche 1:0 hin, bricht dann wieder alles zusammen. Das ist mir ein bisschen zu billig. Ich glaube, dass er die richtige Spiel aufstellen muss. Und er muss beim Training müssen die Fetzen fliegen lassen, weil sonst geht es nicht. Die Admira muss wieder ihr Kampfgeist haben. Sie spielen, glaube ich, nächste Woche gegen Stabi, gegen SKN St. Pölten. Mhm. Ja, das ist natürlich ein fast ein lebenswichtiges Spiel. Ja, ein Niederösterreich-Derby, das gleichzeitig ein Keller-Derby ist. Ganz, ganz schwierige Situation für die Admira. Reicht die Qualität des Kaders? Ich glaube, dass der Kaderqualität reicht, um nicht abzusteigen. Mhm. Aber ich rede jetzt von den Beinen. Mhm. Aber es geht auch um die Köpfe. Es gibt auch Spieler, ich sag's mal, Fernsehtauchler, die scheißen sich an und sind die Trainingsweltmeister. Und sobald du 5 Zuschauer und der Mann in Schwarz pfeift, dann fangen sie zum Zittern und der Strich in der Hose ist auch schon da. So, es gibt die Fußballer, ja. Es gibt sehr viele solche, die groß reden und dann ist in der Hose auch genug. Aber
das muss er jetzt rausbekommen. Er braucht Krieger jetzt. Er braucht Spieler, die mental stark sind und die vielleicht ein bisschen weniger in die Beine haben, aber hier mehr. Wie zuversichtlich bist du bei Rapid, dass diese Marschroute, dieser Plan jetzt mit dieser Serie tatsächlich aufgeht? Ich bin kein Rapidler, ich bin kein Austrianer, ich bin kein Stürmler, ich bin ein Fußballliebhaber. Ja? Mhm. Und ich finde es geil als Fußballliebhaber, dass Rapid wieder anklopft nach oben. Weil dann werden die Spiele wieder interessanter. Dann, weil Rapid hat die meisten Fans, Rapid hat auswärts tolle Besuchen und so. Rapid gehört bei den ersten sechs dabei. Mhm. Was redet man jetzt? Ne? Ja. Und Frankie, eins steht fest, es bleibt auch die nächsten Spiele richtig interessant. Wir sind in Kürze wieder da, haben dann alle Treffer bei der großen Generalprobe für die Champions League aus Salzburg für Sie. Und es ist in dieser Runde ein richtiges Torfestival mit 27 Treffern. Wir zeigen Ihnen alle gleich die Tore aus Salzburg. Also bleiben Sie bei uns, bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Die siebte Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga und die beschert uns ein richtiges Torspektakel, ein Torfestival mit insgesamt 27 Treffern. Schön, dass Sie nach wie vor mit dabei sind. Alle Spiele, alle Tore aus dieser Runde. Diese Partie haben wir Ihnen bereits gezeigt. 5:0 gewinnt Rapid gegen die Admira. Das ist der weitere Fahrplan für die heutige Sendung in Kürze. Sturm gegen den LASK und am Ende dieser Sendung dann auch noch das ganz große Topspiel WAC gegen die Wiener Austria. Davor geht es einmal weiter in Salzburg mit der großen Generalprobe zur Champions League. Davor ist noch Bundesliga angesagt, aber wie groß ist denn schon die Vorfreude in Salzburg, dass es am Dienstag 21 Uhr endlich losgeht mit der Königsklasse? Ja, und mehr wie verdient mittlerweile. Sie haben sich etliche Jahre gefeitert, um da reinzukommen. Jetzt sind sie Gott sei Dank drinnen. Und ja, ich glaube, sie können für Furore sorgen in Europa, weil mit ihrem Spielstil, mit ihrer Dynamik, mit ihrer Jugend, mit ihrer Unbekümmertheit, sind einfach ein toller Kader. Und der Trainer, der hat es eigentlich übernommen von den Rosen und hat es so weitergeführt. Ein bisschen gedreht an einer anderen Schraube, aber bringt es super an. Und natürlich kann er rotieren, das ist auch wichtig, ja? Weil die Champions League und die Meisterschaft brauchst du ungefähr 22, 24 Mann. Und die sind alle glücklich bei Red Bull Salzburg. Das ist auch ein Verdienst von den Trainern. Ja, das bringt uns gleich einmal zur Aufstellung der Salzburger. Und Rotation ist natürlich das Stichwort, denn einige Veränderungen sind da gleich einmal mit dabei. Ja, hier sieht man es, Daka, Okugawa, Zoboslai. Das sind Spieler, die einfach jetzt zu spielen kommen. Und es ist was anderes, als wenn du nie spielst. Manche Mannschaften, die spielen das durch mit der gleichen Truppe. Und, aber auf diesem Niveau, muss ich leider sagen, kann Salzburg natürlich auch mit der sogenannten B-Garnitur, können die auch Meister werden in Österreich. Aber um Liverpool und Barcelona und Bayern und so zu bespielen, brauchst du natürlich immer der beste Elf. Wir freuen uns auf jeden Fall Dienstag 21 Uhr gegen Genk, dann der erste große Auftritt in der Champions League. Wir sind bei den Hartbergern. Das ist die Aufstellung von Trainer Markus Schopp. Welche Rolle nehmen die Hartberger in der Liga gerade ein? Ja, ich finde ein geiler, super Truppen. Die sind wie die Gallier, gell? Von einem kleinen Dorf Hartberg fahren sie überall hin und jetzt sind sie wieder da. Ein bisschen Zaubertrank haben sie wieder bekommen und ja, es kann so weitergehen. Heute ist natürlich, ich sage mal, ein Bonusspiel. Machst einen Punkt, dann machst du die Polonaise von Salzburg nach Hartberg, machst drei Punkte, dann gehst vielleicht übers Oktoberfest nach Hartberg, aber es wird natürlich verdammt schwer, weil Salzburg hat kein Mitleid in dieser Liga. Mit keinem Verein haben sie Mitleid. Deswegen erwarte ich mir wieder ein 100% starke Salzburger. Aber laufen die Salzburger auf allen Zylindern oder ist das schon der Gedanke Champions League im Hinterkopf? Oder sogar noch weiter vorne, dass die Bundesliga nur so nebenher ist? Ja, ich glaube, dass die sind mental so gefestigt, die wollen. Die sind geil auf Erfolge, die sind geil auf Titel. Ja? Und wenn du dann eine Mannschaft hast, die das will, ja, dann musst du Hartberg schlagen, um zum Schluss Meister zu werden. Ja? Mhm. Weil im Winter haben wir natürlich wieder die Halbierung. Ja? So, die fahren da mit 100 km/h wieder drüber. Unser zweites Spiel in der heutigen Ampfiff-Sendung Salzburg. Also gegen Hartberg. David Hermann Menk ist für uns der Jedermann vor Ort.
Jedermann in Salzburg weiß, die Festspiele am Domplatz, die sind zwar zu Ende, die Festspiele in der Champions League stehen aber unmittelbar bevor. Am Dienstag wartet Genk, in der heimischen Liga ist es zunächst aber Hartberg. Oliver Trachter leitet diese Partie, bei der der Hartberger Top-Torjäger Dario Tadic fehlt. Er wurde Vater eines kleinen Buben von Theo. Ja, der Theodor, der steht bekanntlich im Fußballtor und der sieht vielleicht diese Aktion nach wenigen Sekunden. Haaland auf Okugawa, der Japaner, nach 42 Sekunden und Svete rettet hier in höchster Not. Die Hartberger halten aber gut mit, in den ersten 20 Minuten mit ihrem defensiven Dreier-Mittelfeld immer aggressiv, manchmal vielleicht eine Spur auch zu viel, wie hier Lienhardt gegen Junuzovic, aber alles in allem eine sehr faire Partie. Oliver Trachter sieht hier aber zunächst wie 9000 Fans auch ein Foul. Klare Angelegenheit, ja, da gehört der Fuß natürlich nicht hin und dadurch Freistoß für die Salzburger. Junuzovic und auch Ulmer sind am Ball. Ulmer, hoch hereingegeben, Weppo und der Nachschuss, der sitzt. Ramaljo staubt ab und es heißt 1:0 für die Mozartstädter. Der Treffer hat sich nicht wirklich abgezeichnet, aber Jesse Marsch und seine Burschen können sich freuen. Einmal mehr geht man daheim in Front. Zunächst nur Anske Belk und der Nachschuss, dann im Tor, dritter Saisontreffer für André Ramaljo, den Verteidiger, und es sind erst so wenige Runden gespielt. Dann die Salzburger weiterhin am Drücker. Junuzovic auf Haaland, ja, die Hartberger Defensive, die wird hier schwindlig gespielt und Okugawa sagt Dankeschön, 2:0 für den kleinen Japaner. Es ist ebenfalls der dritte Saisontreffer, aber hier wird auch sträflich allein gelassen. Im Strafraum auch Haaland hat hier alle Zeit der Welt, macht das wunderbar und dann ist Okugawa da und es steht 2:0 für die Salzburger. Dann gibt es einen Corner kurz vor dem Halbzeitwechsel. Ball wird abgefälscht von Huber und dann steht es nur noch 2:1. Jubel bei den Steirern. Ein kurioser Treffer war das hier. Rakowitz mit dem Schuss. Und Markus Schopp, ja, der jubelt nicht wirklich, er weiß, von seiner Mannschaft ist nicht wirklich viel gekommen, aber man ist wieder dran. Schauen Sie zunächst auf Rakowitz, ja, und Huber steht dann goldrichtig und ÖFB-Teamkeeper Stankovic ist ohne Abwehrchance. Für Huber ist es das erste Saisontor. Doch der Halbzeitpfiff ist noch nicht da. Sandro Gotthal, der hier ein tolles Zuspiel auf Rakowitz liefert. Und die Hartberger vergeben hier den Ausgleich. Dann nochmals die Salzburger, kurz vor dem Halbzeitpfiff, und Svete sammelt nochmals Flugmeilen. Dann gibt es einen Corner, Ramaljo möchte den vierten Saisontreffer machen, der bleibt ihm aber verwehrt, zumindest in den ersten 45 Minuten. Oliver Trachter pfeift eine durchaus spannende und sehenswerte Partie ab. Jesse Marsch kann zufrieden sein, Markus Schopp, der hat wohl wesentlich mehr aufzuschreiben nach den ersten 45 Minuten. Und dann sieht er auch diese Aktion nach dem Seitenwechsel. Daka ist da und der nächste Treffer für die Salzburger nach Zuspiel von Haaland. Jetzt ist wohl der Deckel drauf, aber das war auch wunderbar gemacht von Haaland, der sich gegen Luckeneder durchsetzt im Laufduell. Schauen Sie sich das an. Und ja, auch Christian Klemm in der Mitte. Viel zu spät, da hat Daka alle Zeit der Welt. Luckeneder, interessierter Beobachter, Klemm, interessierter Beobachter, und Svete, der kann einem so richtig leid tun. Daka ebenfalls mit Saisontreffer Nummer 3. Die Salzburger Festspiele, die gehen wie gesagt weiter, und warum, das sehen wir in dieser Aktion. Haaland, Huber und auch Heil können ihn überhaupt nicht stoppen. Auf dem Weg zum 4:1 und da ist es. Big Earl macht seinen nächsten Treffer. Big Earl wird er genannt von den Mitspielern. Und Jesse Marsch kann sich freuen, denn das ist natürlich für die Champions League eine richtige Aufwärmübung, die hier gelingt. Wieder alle Zeit der Welt und damit Saisontreffer Nummer 9 für Erling Haaland. Die Hartberger wollen es noch einmal wissen. Und dann ist Dosuda und wie aus dem Nichts kullert der Ball ins Tor und es heißt 4:2. Max Wöber hat da gar nicht gut ausgesehen. Markus Schopp wittert die Chance. Er weiß, vielleicht geht da noch mal was. Da sehen Sie es noch einmal. Dosu, ja, Wöber, was macht er da? Das weiß er selber nicht so genau. Und Stankovic mit dem Pech. Via Innenstange geht der Ball über die Linie. Dann wieder die Salzburger, die in den letzten 5 Minuten nochmals aufdrehen. Sobolschei, Weppu,
Ja, da versuchen sie alles Mögliche. Wöber, Haaland und das ist der nächste Treffer. 5:2, 10. Saisontreffer für den Norweger. Also, er ist wirklich in absoluter Topform. 10. Saisontreffer für ihn. Und dann ist es Dacker, der darf auch noch mal ran. Das halbe Dutzend ist voll. 6:2. Keine 100 Sekunden später. Auch hier ist Zwete wieder ohne Abwehrchance. Dacker trägt sich erneut in die Schützenliste ein. 4. Saisontreffer für ihn. Den Schlusspunkt zum 7:2. Den setzt dann wieder Haaland. Hier ist es, das 7:2. 11. Saisontreffer für ihn. Und bereits zum 6. Mal in Folge erzielen die Bullen zumindest 4 Treffer. Zum 5. Mal on Switch zumindest 5. Und zum 1. Mal 7. Henk am Dienstag kann absolut kommen. Man hat sich warm geschossen. Es läuft aus dem FF. Genauso wie im Studio bei Frankie und bei Ferry. Ja, David hat schon richtig gesagt. Richtig warm geschossen. Eine Generalprobe, die von dir welchen Titel bekommt? Höchstnote. Weil ich beobachte das ein bisschen anders auch. Ich sehe, dass beim 7. Tor oder beim 6. und 7. Tor immer noch alle aufeinander kommen, jubeln, der Torschütze wird gratuliert. Dann kannst du auch sagen, erste Hartberg, wir gewinnen, ey, das ist schon 6. Tor, lass sein, ich bleib hinten. Nein, jeder freut sich und da merkst du, die Stimmung ist gut und die sind alle fokussiert, ja, auf Weiterkommen, Weiterentwicklung. Und das macht Red Bull Salzburg schon seit Jahren jetzt top. Ja. 7:2, 9 Tore. Wir zeigen Ihnen alle Treffer jetzt noch einmal bei diesem Torfestival, an diesem 7. Spieltag. So ist es losgegangen. Nach 23 Minuten André Ramalho. Ja, den nimmt er wie ein Goalgetter, im Sinne ein Goalgetter, direkt. Und ja, aber das ist so ein Wucht, was nach vorne kommt, auch mit Standards. Das ist schon fast das Tor. Aber Hartberg, wissen wir, ist anfällig für Standards. Gell? Ja, 36 Minuten legen die Salzburger dann dank Okugawa nach. Ja, super Tor, weil das war nicht einfach. Aber der Pass von Haaland ist natürlich super. Schön mit Tempo. Aber trotzdem muss der ihn auch mit der Technik so machen. Nach 44 Minuten dann zumindest einmal ein Lebenszeichen der Hartberger. Ja, das ärgert denen, die Salzburger, aber Hartberg hat das gut gemacht. Aber hier müssen schneller raus, dass natürlich der Huber vielleicht sogar in Abseits steht. Aber ja, da habe ich geglaubt, vielleicht geht noch was. Aber hier, dieser Pass von Haaland wieder, das ist unglaublich. Das ist, Marc Janko war ein Topstürmer bei Salzburg. Aber der geht noch einmal eine Stufe drüber, weil der ist spielerisch besser. Und es ist beeindruckend, dass er Assists liefert, ja, ohne Ende und selber auch noch abschließt. Ja, aber dieser Assist bei diesem Tor war ja vom Feinsten. Das siehst du mal nur bei Cristiano Ronaldo und bei Messi. Aber wie er hier die Übersicht hat. Das würde ihm gefallen. Ja, aber wie er die Übersicht hat gegen Schwede, 1-1. Das ist, ja, der Wöbers hätte den besser verteidigen können. Und dann stehen alle vor Stankovic und Dosu macht es gut. Macht dann gegen sein Ex-Club, das Tor. Ja, die Stange hilft ein wenig mit. Wöber sieht nicht ganz glücklich aus, aber geht dann noch weiter in diesem Torspektakel. Ja, aber du siehst, die Hartberger sind genug in Überzahl hinten, aber das ist ein Zug, das ist nicht zum Aufhalten. Und das Tor, das schaut alles so einfach aus. Jeder, der jetzt Fernsehen schaut, sagt, ja, die hätte ich auch gemacht. Na, viel Glück, weil da musst du so koordinativ gut sein. Ah, ist Traum. Und auch da, wie schnell Haaland dann noch einmal reagiert, wieder auf den Beinen ist. Wahnsinn. Toll. Dacker natürlich auch, kriegt ja auch seine Möglichkeiten. Der wird, ich glaube, dass der Young, oder wie heißt der Wang, wird spielen gegen Genk. Ja, und hier sieht man wieder, Ferry, Übersicht. Ja, es ist, als ob kein Tormann drin steht. 90 Minuten dann Erling Haaland. Mit dem Schlusspunkt, 11. Saisontreffer. Für dich momentan der Spieler dieser noch jungen Saison? Natürlich. Das ist ein Spieler, der kann die 50-Millionen-Grenze erreichen, dass wir der teuerste Spieler von Österreich verkauft haben. Und was mir auch Freude macht, als Fußballfan, 9.000 Zuschauer. Hm. 9.000. Das heißt, gegen Hartberg 9.000. Das ist schon eine Zahl. Das geht in die richtige Richtung. Wenn ich in Salzburg wohne, in der Umgebung,
und ich bin ein Fußballfan, dann gehe ich da hin, weil die spielen einen tollen Fußball nach vorne. Ja, und jetzt hat Salzburg am Dienstag dann die Aufgabe Genk, 21 Uhr in der Champions League. Danach kommt der LASK. Vielleicht so ein wenig die Chance für den LASK, da den Abstand zu verkürzen, das Meisterschaftsrennen spannend zu machen. Ja, LASK. Unabhängig, wie es jetzt ausgeht in der Champions League, wenn sie vielleicht im Jubel sind und einen Sieg feiern oder vielleicht ein bisschen müde sind. Aber LASK hat natürlich die Qualität auch. Ja? Und hat mit Valerie Ismail auch einen Trainer, der die richtige Handschrift jetzt fortführt von Oliver Glasner. Es wird ein interessantes Spiel. Ist derzeit vielleicht das Topspiel, was wir in Österreich haben. LASK Salzburg. Was müssen die Hartberger machen? Abschütteln und einfach dann kommende Woche wieder fokussieren? Die sind von Salzburg heimgefahren, haben die Red Bull-Dosen einmal aus dem Bus, haben 3 Kisten Bier reingetan, haben sie 7 ergeben, jeder. 7 Flaschen hat jeder trinken müssen. Und nächste Woche gehen wir. Ja. Da rein wir wieder dran. Ja, dementsprechend unterhaltsam wird wahrscheinlich das Auslaufen dann sein. Frankie, wir laufen noch nicht aus. Wir haben noch viel mit Ihnen vor in diesem Torspektakel dieser Runde. Sind dann gleich bei den weiteren Highlights aus dem Pappelstadion. Das Ganze wird allerdings überschattet durch massive Manipulationsvorwürfe. Darüber sprechen wir in Kürze. Also damit bis gleich in Anpfiff. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Die 7. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga bringt uns ein richtiges Torspektakel. Insgesamt 27 Treffer sind dieses Mal mit dabei. 2 Spiele haben wir Ihnen schon gezeigt und auch in den nächsten Begegnungen sehen Sie ganz, ganz viele Tore und sehr sehenswerte Tore. Rapid 5:0 gegen die Admira, Salzburg gerade 7:2 gegen Hartberg. Das ist das weitere Programm in Kürze. Sturm gegen den LASK und am Ende dieser Sendung dann auch noch WRC gegen die Wiener Austria. Außerdem haben wir heute auch noch unser großes Tipico-Wettstudio. Freuen Sie sich auf einen sehr, sehr spannenden Wetteinsatz, mit dem wir ja letzte Woche gestartet haben. Da waren es Zungenbrecher. Dieses Mal kommt wieder was Schönes. Ach so, ich bin gespannt. Na, ich bin auch gespannt, was wir dieses Mal. Also dürfen Sie nicht verpassen. Wir sind in Mattersburg, unser nächstes Spiel. Und der Wettschock, der sitzt dort noch vielen Fußballfans ganz tief in den Knochen. Ja, Sanil Kulic schreibt momentan ganz große Schlagzeilen. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, wie du es erfahren hast? Ja, er stellt vieles im Raum. Mhm. Aber er redet über 2 Spiele von Mattersburg. 6:0 gegen WRC, die man verloren hat. Und, und dann natürlich auch gegen LASK. Und ich denke mir, ja, wenn du was sagst, dann muss das viel mehr Inhalt haben. Wenn du sagst, wenn du A sagst, sagt man in Österreich, musst B auch sagen. Ja? Weil sonst bist du ein Dampfplauderer. Ich weiß nicht, ob das jetzt notwendig war, um wirklich so einen Verein wie Mattersburg, die top geführt wird von Präsident Bucher, ob man die so in den Dreck hat, ohne dass sie sich echt wehren können. Weil natürlich sagen die, was redet der? Da ist ja nichts passiert. Ja, was ist passiert? Nächste Woche muss er dann die Karten auf den Tisch legen. Was sagt dein Bauchgefühl? Gibt es dann tatsächlich eine böse Überraschung? Wenn ich weiß, ich habe Dreck am Stecken, klage ich den anderen nicht. Dann bin ich ruhig. Aber alle wollen ihm klagen. So, keiner hat Dreck am Stecken. Und was hat er dann bewirken wollen damit? Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt rauskommt. Wir haben eigentlich so viel positive Energie im Fußball und das gibt doch auch wieder einen schwarzen Fleck drauf. Das ist schade. Frankie, wir nützen die positive Energie, bleiben da aber auf jeden Fall dran und thematisieren das dann auch kommenden Sonntag in der nächsten Ampfiff-Sendung. Das ist die Aufstellung. Schon einmal der Mattersburger und die Devise von Franz Bornweiser, die ist ganz klar, never change a winning team. Ja, erstens das. Aber zweitens weiß er muss Punkte, weil sie sind nicht so gut als den Sieg von letztes Mal. Sie müssen sich steigern. Und ich glaube, dass Wattens wäre der ideale Gegner, um hier noch einmal ein Zeichen zu setzen mit einem Sieg. So sieht die Aufstellung des Aufsteigers aus. Und, Frankie, da fällt gleich einmal auf, der große Hoffnungsträger ist zurück. Dedic stürmt wieder und soll Tore schießen. Ja, er hat eine lästige Meniskusverletzung gehabt. Ja, und er ist natürlich der Motor. Ja? Wenn er nicht trifft, dann rennt es nicht. Weil es ist natürlich leichter, wenn du in Führung bist, dass du weiterspielen kannst oder du machst Punkte, dass du Sicherheit hast in der Liga. Bin gespannt.
Der große Hoffnungsträger ist also wieder zurück beim Aufsteiger. Hat er denn die Hoffnungen tatsächlich erfüllt? Hier kommt die Auflösung. Zlatko Dedic, der Slowene, ist nach seiner Meniskusverletzung wieder zurück. Einer von fünf neuen Franz Ponwaiser verändert bei den Mattersburgern dagegen nichts. Never change a winning team nach dem 3:1 gegen die Admira. Florian Rieder für den Aufsteiger nach etwas mehr als 2 Minuten mit dem ersten Warnschuss. Große Aufregung nach einer Viertelstunde. Dedic mittendrin, statt nur dabei. Die Flanke an den Arm von Nedeljko Malic. Die Entfernung ist zwar kurz, aber durch die neue Regel richtig entschieden. Vom Unparteiischen von Alain Kias in seinem zweiten Bundesligaspiel. Strafstoß. Dedic übernimmt die Verantwortung. 1:0 nach 18 Minuten. Der Aufsteiger führt. Der Slowene mit seinem vierten Bundesligatreffer in dieser Saison verliert Markus Kuster die Führung für den Aufsteiger. Danach relativ wenig los, wenn es Gefahr gibt, dann meistens nach Zweikämpfen und Standardsituationen, so wie auch hier Faulan Hager. Benjamin Brandter probiert es am Tor von Kuster vorbei. Außennetz, der Mattersburg-Keeper wäre aber ohnehin zur Stelle gewesen. Kurz vor dem Pausenpfiff dann noch einmal Zlatko Dedic. Wer sonst, kommt zwar nicht mehr richtig an diesen Ball. Kopfballversuch, Schnappatmung beim Trainer, bei Thomas Silberberger. Markus Kuster, der Mattersburg-Keeper, unsicher in dieser Situation. Wir springen weit rein in die Schlussphase dieser Partie. Chano auf Gruber. Feine Flanke und dann Nedeljko Malic. Stange, Glück für den Aufsteiger. Cabrera kratzt den Ball noch vor der Linie weg. Schönes Auge, gutes Zuspiel. Gruber mit der gefühlvollen Flanke. Und Malic setzt sich dann gegen Neurauter im Luftkampf durch. Oswald hat nur das Nachsehen und Cabrera klärt dann diese Situation. Nachspielzeit in dieser Partie und statt dem Treffer für die Mattersburger passiert dann Folgendes. 2. Minute der Nachspielzeit, Deckel drauf, Game Over. 2:0 für den Aufsteiger, Mattersburg 0, Mattens 2. Und so ist es passiert. Schneller Ausstoß von Ferdinand Oswald und dann übersehen sie Sebastian Santin, der dann diese Unsicherheit und diese Verwirrung in der Mattersburg-Defensive einfach ausnützt. Mara und auch Lercher zu unentschlossen und dann dieser gefühlvolle, schöne Lupfer über Markus Kuster hinweg. Auch Salomon kann dann den Ball nur noch aus dem Netz holen. Die endgültige Entscheidung. Thomas Silberberger, der Trainer, bejubelt. Eine gute, unterhaltsame Busfahrt Richtung Wartens mit 3 Punkten im Gepäck. Ja, 3 Punkte. Also für den Aufsteiger verdienter Sieg? Wie verdient? Ja, jein. Verdient ist es, wenn du 2 Tore machst und Mattersburg ist nicht in der Lage, ein Tor zu machen, ja, dann ist es mehr wie verdient. Der Elfmeter, okay, hat natürlich mitgespielt, dass man dann, was ich vorher gemeint habe, mit den 1-0-Führung ein bisschen Ruhe in dein Spiel kriegst. Können wir uns gleich anschauen. Nach 18 Minuten diese Situation. Zuerst diese Hereingabe von Dedic und dann Malic mit dem Arm dran und dann Dedic. Macht das super. Souverän. Hat Kuster keine Chance. Und dann braucht so eine Mannschaft, um auswärts zu siegen, brauchst du ein bisschen Sicherheit. Und das haben sie jetzt gehabt. Und dann können es schon ein paar Spieler drinnen, die gut spielen können. Den Mare, den Grigic. Da sehen wir es dann auch noch einmal. Ja, es ist Elfmeter. Und für das brauchst du keinen Videobeweis. Das hat ja jeder gesehen. Malic ganz klar mit dem Arm dran. Ja, und in der 2. Minute dann der Nachspielzeit. Santin. Ja, super Tor. Technisch. Ja, technisch fein. Perfekt. Und vielleicht hat jeder geglaubt, er spielt den Ball jetzt da quer. Aber na, das verdient der Sieg dann. Ende Schluss. Und ja, dann fährst du doch gemütlich nach Hause im Bus. Und du hast jetzt ein paar Punkte. Und du kannst jetzt aufs nächste Spiel wieder dich konzentrieren. Und ja, das tut gut für die Laune in Tirol. Mhm. Wie ordnest du aktuell die Lage ein beim Aufsteiger? Ja, beim Aufsteiger ist alles eitel gewonnen. Ich glaube, die haben nicht unbedingt gerechnet mit 3 Punkten in Mattersburg. Die wären sicher zufrieden gewesen mit 1 Punkt. Aber einen 3er nimmst du gern mit. Und jetzt machst du ein bisschen Euphorie dieser Woche. Hast du wieder ein Heimspiel und das kann so weitergehen. Mattersburg mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich finde, die sind noch nicht im Rennen. Der Chano ist zwar jetzt wieder eingewechselt, der kann wieder ein bisschen Linie ins Spiel bringen, aber
bis jetzt bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Von aber den nicht Tagen. Immer erste Wahl, warum nicht? Ja, der war ja verletzt, aber der muss nicht mal erste Wahl sein. Erstens ist er ein gut bezahlter Spieler und ein gut bezahlter Spieler hast du dafür, dass du auch den spielen lässt. Ja? Aber er ist ein Routinier, er ist die Nummer 10, er bringt das Spiel nach vorne, er hat einen guten Standard. Der spielt bei vielen Bundesliga-Mannschaften. Aber jetzt wird es an der Zeit, dass Mattersburg wieder die alte Tugend hat, die sie stark gemacht hat, den Kampfgeist und das Spiel nach vorne, das schnelle Spiel. Und da fehlt es mir einfach. Frankie, ganz kurze Verschnaufpause, da sind noch sehr, sehr viele Treffer in der heutigen Anpfiff-Sendung für Sie mit dabei. In Kürze die Highlights aus dem Spiel Sturm gegen den LASK. Also damit bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Frisch und bestens erholt, wieder bei Ihnen zurück nach der Länderspielpause und das gleich einmal mit einem Torspektakel. 27 Treffer sind dieses Mal gefallen und es kommen jetzt noch, sollten Sie ein wenig später dazugekommen sein, 11 Tore noch auf Sie zu. In Kürze Alltag gegen St. Pölten, außerdem das Topspiel WRC gegen die Wiener Austria und jetzt gleich als nächstes für Sie Sturm Graz gegen den LASK. Wir haben heute schon ein wenig darüber gesprochen. Große Euphorie, was die Salzburger betrifft, vor der Champions League. Selbstvertrauen holen für den LASK, auch vor der Europa League? Na klar, das tut gut. Die haben alle keine leichten Gegner. Rosenborg ist kein leichter. Das wissen wir aus Erfahrung. Aber für dich schwieriger, als es der Name vermuten lässt? Ja, weil man denkt, ja, das sind die Norweger oder Finnen oder Schweden, die Vereine, die sind leicht. Nein, die können schon Fußball spielen. Rosenborg ist eine richtige große Tradition in Europa. Deswegen wird es eine harte Nuss. Aber das tägliche Brot ist die eigene Liga. Und LASK muss gut daran tun, hier natürlich immer Punkte zu holen, um wieder Richtung Salzburg einmal schauen zu können. Das ist der große Plan, der Jahrenplan von Gruber und Jürgen Werner. Sie wollen auf der Dauer eine richtige Konkurrenz werden für Salzburg. Und das finde ich ein toller Outing, eine gute Philosophie. Aber dann brauchst du natürlich Punkte auch. Auswärts gegen Sturm. Ja, wir freuen uns drauf. Am kommenden Spieltag dann das große Schlagerspiel. Der LASK empfängt dann die Bullen aus Salzburg. Davor heißt die Aufgabe jetzt einmal Sturm Graz. Dieses Startpersonal hat sich der Trainer Nestor El Maestro überlegt. Ja, kaum eine Überraschung dabei. Nein, aber ein neuer Spieler, Despotov, die sie noch verpflichtet haben. Jantsch auf der Bank, Husbeck auf der Bank, Leitgeb auf der Bank, Fabian Koch auf der Bank. So, das ist ein, ich sage mal, ein sehr, sehr guter Kader. Ja. Für mich der beste Spieler derzeit, Gitte ist Willi, der spielt wirklich gut. Und ja, Hillender ist wieder zurück, der Captain. Deswegen, mit den Fans im Rücken, ist natürlich Sturm eine gute Nummer. Ja, so probiert es der LASK, so sieht es bei den Linzern die Anfangsformation aus. Ja, da wird wenig um und um, ich sage mal, rotiert. Du hast natürlich mit Otto Bancho, Boltzmann, Wostri, Friese schon Spieler, die normal auch Meisterschaft spielen. Die werden eher nicht in der Euroleague spielen. Ich glaube sogar, dass der Ismael wenig rotiert. Natürlich für Aufsehen hat gesorgt Bogatetz. Der ist nicht auf einen Fototermin erschienen und ist dann kurz aus dem Kader. Aber sonst ist es eine Top-Mannschaft. Trauner Schlager sind für mich die Erfolgsgaranten derzeit. Richtige Entscheidung für dich, was Bogatetz anbelangt, dass man gleich so hart reagiert? Man muss reagieren, aber ich kenne den Bogatetz. Am Spielfeld ist das ein Biest, ist das eine Maschine. Und heraus ist er ein super Junge. Für den kannst du alles haben. Und ja, ich weiß nicht. Das müssen sie intern klären, wenn er Foltertermin kommt. Ja, vielleicht hat er die Haare nicht gut gehabt oder was weiß ich. Oder ist ihm die Nase nicht, hat ihm nicht gefallen, ich weiß es nicht. Ich kann dich beruhigen, deine Frisur sitzt einmal mehr, ja, perfekt. Frankie, wir schauen rein mit Ihnen in dieses Spiel und da prallen zwei Teams mit perfekten Hintermannschaften aufeinander. David Hermann Menk, weiß mehr.
Sturm gegen den LASK ist auch das Duell der besten Defensiven der Liga, denn beide haben nur 3 Gegentreffer in dieser Saison erhalten. Thorsten Röcher, der möchte gewinnen, die letzten beiden Begegnungen in Graz gewannen nämlich die Athletiker. Nicht mit dabei ist Emanuel Pogatetz, er hat einen wichtigen Mannschaftstermin verpasst, einen Fototermin der UEFA nämlich, und dadurch fliegt er auch aus dem Kader. Ein möglicher Grund ist die Verpflichtung von Innenverteidiger Filipovic. Aber nicht nur Pogatetz fliegt aus dem Kader, bei Sturm fliegt einer durch den Strafraum und das ist Hirländer mit diesem Fallrückzieher in der Anfangsphase. Dieser Kunstschuss ist allerdings nicht wirklich gefährlich, er trifft den Ball auch gar nicht und damit nach einer Viertelstunde noch torlos 0:0. Dann der LASK, der allmählich auf Touren kommt über die linke Seite. Jean Klaus, und da knallt der Ball ein erstes Mal an die Querlatte. Riesenmöglichkeit für die Athletiker und da hat Siebenhandel Glück gehabt. Aus 11 Metern knallt er einfach mal drauf und nichts passiert. Dann Wiesinger, TT lässt Dominguez stehen und der Ball wird leicht abgefälscht und es bleibt weiterhin beim torlosen Remis. Man möchte sich natürlich warm schießen und einschießen für Rosenborg-Trondheim dann am Donnerstag in der Europa League. Geuginger zeigt schon einmal gute Ansätze, wie es gehen kann. Hier nämlich gegen Schrammel und auch gegen Avlonitis. Die stehen da herum wie die Hydranten. Noch immer Geuginger und der Querpass, der Stangelpass in die Mitte findet TT allerdings nicht. Hier nochmals. Ja, technisch ist er natürlich ein brillanter Spieler und eine absolute Bereicherung für die österreichische Bundesliga, wenngleich er hier kein Kapital daraus schlagen kann. Ja, torlos geht es dann in die Kabinenschiedsrichter. Walter Altmann sollte vor allem in den zweiten 45 Minuten einiges zu tun bekommen. Trauner dann zunächst nach diesem Corner höher als Lubic, wie wir sehen. Das ist ja seine Spezialität. Macht nichts, wenn es selbst nicht klappt, dann hoffentlich gegen Rosenborg in der Europa League. Dann ein neuer Mann, der gesucht wird. Despotov, der Bulgare, legt sich den Ball weit vor. Trauner rempelt ihn um. Das müsste die rote Karte geben. Eine glatte Fehlentscheidung von Altmann. Es geht hier weiter. Da sehen wir es. Despotov, der von Cagliari gekommen ist, der Bulgare, 22 Jahre alt, wurde ausgeliehen von den Italienern. Der findet dann die nächste Möglichkeit vor. Er ist ein Unruheherd. Nicht umsonst ist der Bulgarien Spieler des Jahres gewesen, hat bei Sofia in 22 Spielen 10 Treffer erzielt und 11 Torvorlagen. Hier hätte er beinahe auch für die Grazer zugeschlagen, aber ein Maulwurfshügel hat hier wohl Schlimmeres verhindert. Dann der LASK. James Holland mit dem Einwurf. Das machen Avlonitis und Dominguez vorbei, aber ein anderer ist da, nämlich Geuginger, der keine Mühe hat, auf 0:1 zu stellen, eine Viertelstunde vor Schluss. Trainer Ismail wollte ihn schon austauschen. Nach diesem Treffer darf er dann auch wirklich vom Platz. Aber hier lässt er sich zunächst noch feiern von der LASK-Mannschaft. Riesenverwirrung in der Sturm-Hintermannschaft. Da sehen Sie es. Avlonitis zu spät, Dominguez zu spät. Geuginger steht goldrichtig. Nutzt hier die Verwirrung. Auch hier vielleicht ein Maulwurfshügel, dass er so über den Sturmverteidiger drüber geht, der Ball. Ist schon ziemlich dilettantisch. Aber er steht da, wo ein Offensivspieler stehen muss und macht seinen ersten Saisontreffer. Und er möchte mehr, muss aber vom Feld. Keine 120 Sekunden später dann diese Aktion, wieder der LASK. TT. Lubitsch schaut zu. Siebenhandel kann nur kurz abwehren, aber der Nachschuss, der sitzt dann. Klaus stellt auf 0:2, Deckel drauf und 2 individuelle Fehler. Der Grazer werden eiskalt bestraft. Da sieht man doch den Unterschied zwischen international und national. Jean Klaus mit seinem 2. Saisontor. Ein ganz wichtiger war das. Da sehen Sie es. Da passt die Zuordnung bei den Grazern noch überhaupt nicht. TT hat viel zu viel Platz. Kann sich aussuchen, mit welchem Fuß er schießen mag. Siebenhandel ist zwar da, aber kein Sturmspieler weit und breit bei diesem Abpraller. Und Klaus sagt dann Dankeschön, überzuckert die Situation am schnellsten und macht den 2. Treffer für den österreichischen Vizemeister. Ja, das war's dann auch. Der LASK gewinnt in Graz mit 2:0 und schießt sich warm gegen Rosenborg Trondheim. Perfektes Aufwärmen damit für die Linzer. Ein Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden hat alles entschieden. Ja, aber LASK war für mich so spieldominante, überhaupt die zweite Hälfte. Da habe ich das Gefühl gehabt, die trauen sich mehr.
Und ja, haben da verdient gewonnen. Ganz richtig, eine Situation, wir haben es im Beitrag auch gesehen, ja. Trauner im Zweikampf für dich. Wie würdest du es bewerten? Ja, wir können gerne noch einmal draufschauen. Ja, wenn der Regie das hat, danke. Ja, das ist für mich ein klarer Torraub. Da geht es uns allein auf den Tormann. Und das ist dann rot. So, dann steht es bei 0-0, ist natürlich eine andere Musik, nicht, was dann gespielt wird. Hier sieht man es, klare Fehlentscheidung. Bei einem Videobeweis war das nachträglich rot gewesen und Freistoß. Hätte den Spielfilm dann natürlich auch entscheidend umschreiben können. Nach 76 Minuten, wir schauen drauf. Ist es Thomas Geuginger mit dem 1-0 für den LASK? Ja, ein bisschen stumperhaft wird da verteidigt. Man weiß, dass Holland sehr weit wirft. Und dass das eine kleine Waffe ist, hier sieht man, man ist nicht einmal in Unterzahl, im Gegenteil, aber man ist nicht konsequent genug. Hier will unbedingt vorhin Klaus einer den Ball wegköpfen, der steht eh verkehrt, hätte nichts machen können. Ja, und dann fast gleich direkt mit der nächsten Aktion ist es dann Schau Klaus. Ja, super Schuss von TT und dann macht er das Tor und ja, der David hat so richtig gesagt, wir hoffen natürlich, dass es am Donnerstag auch so ist, dass er dann auch am richtigen Platz steht, weil ich glaube nicht, dass Ismael viel ändert an dieser LASK-Mannschaft, weil die haben noch ein paar Tage Zeit, vielleicht eher dann gegen Salzburg, dass er da ein oder andere Frische reinbringt, aber jetzt lässt er die Truppe schon fast zusammen. Filipovic, muss ganz interessante kurz, Baustelle, ja. Könnte vielleicht noch Filipovic und Bogatetz diese Causa sein? Aber dass der Bogatetz mit 36 jetzt weint zu Hause, weil der Filipovic verpflichtet wird, glaube ich nicht, weil er weiß, Euroleague und Meisterschaft, ich komme genug zum Spielen, glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Ich verstehe aber auch nicht, warum beispielsweise ein Wiener Austria den Filipovic nicht geholt hätte. Mhm. Die brauchen hinter dringend noch was. Ja. Weil der war scheinbar bei der Wiener Austria und das war ja gut. Mhm. Sturm Graz, momentan für dich wie gut unterwegs? Ich glaube, dass der... Also ein wenig noch die Wundertüte. Ja, richtig. El Maestro ist richtig angefressen. Hat jetzt aber einen Top-Spieler gehabt mit den... Mit den Bulgaren. Namen habe ich kurz nicht jetzt drin. Aber das ist ein super Spieler. Der kann vielleicht die Kreativität ein bisschen erhöhen nach vorne. Sonst kommt mir jetzt schon vor, dass die Mannschaft auf Papier gut ist, aber nicht am Platz. Also wird ganz interessant, wie es bei Sturm weitergeht. Ja, den Linzern drücken wir klarerweise auch ganz fest die Daumen für die Aufgabe am Donnerstag. Für dich machbar? Ich glaube, dass LASK auch überraschen kann. Aber ich bin echt gespannt und ich habe das schon 100-mal gesagt, ich sage es zum 101-mal. Die Doppelbelastung auf der Dauer, hoffentlich belehren sie mich, aber ich habe letztes Jahr eine Mannschaft gesehen von LASK, die nur auf die Meisterschaft sich konzentrieren können und die waren immer mit der gleichen Truppe. Und das wird jetzt anders. So, warten wir noch ein bisschen ab. Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was dann in der kommenden Woche auf uns zukommt, unter der Woche und dann klarerweise dann auch am Wochenende wieder in der österreichischen Bundesliga. Zwei Spiele haben wir noch für Sie. Auf der einen Seite klarerweise das große Topspiel WAC gegen der Wiener Austria, davor aber noch Alltag gegen St. Pölten, das große Nachzügler-Duell und auch da sind viele Tore gefallen, mehr dazu in wenigen Momenten. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Freuen Sie sich auf das große Tipico-Wettstudio am Ende dieser Sendung. Da gibt es noch die Wetteinlösung von der letzten Woche. Wir lösen das Ganze in wenigen Momenten für Sie auf. Davor aber noch alle Spiele aus der österreichischen Bundesliga und alle Tore dazu. Und da kommen noch viele Treffer in diesen Spielen, in diesen beiden verbleibenden Partien. Jetzt auf Sie zu, Alltag gegen St. Pölten und zum Ende dann noch das große Topspiel in dieser Runde WAC gegen die Wiener Austria. Davor noch der große Zweikampf der Nachzügler. Warum sind die Alltager noch nicht so ganz in Schwung? Die haben wenig Achterbahn fahren. Ja, aber die waren bis jetzt in jedem Spiel eins nur hinten. Und die haben das nicht auf der Reihe gekriegt, um dann das einmal aus den Köpfen wegzubekommen, dann auf einen Ausgleich zu spielen und dann natürlich automatisch auf einen Sieg, auf mehrere Siege. Die haben, glaube ich, viermal nicht erfolgreich sind gewesen. Ja, die brauchen Punkte, weil
das war, glaube ich, nicht ausgemacht. Es ist sowieso nicht ausgemacht, dass man unten mitspielt. Aber ich glaube, die haben was anderes erwartet, dass sie so um Platz 5, 6, 7 spielen. Aber da sind sie jetzt weit entfernt davon. Heute heißt der Gegner St. Pölten. Das ist die Aufstellung schon einmal von Alex Pastor. So startet Alltag in diese Begegnung. Ja, der Berisha vorne ist für mich der Stürmer Nummer 1. So viel hat er nicht zum Wechseln. Hinten mit Schmiedl und Dürnwald hat er jetzt wieder rotiert. Da war er sicher nicht zufrieden, das letzte Spiel. Aber daheim gegen St. Pölten, man hat, glaube ich, dreimal hintereinander gegen St. Pölten nicht gewinnen können. Mhm. Und jetzt ist das vierte Mal, ja, sicher vielleicht ein kleiner Angstgegner. Ja, so soll es auf jeden Fall funktionieren. Sie jagen den zweiten Sieg in dieser Saison. St. Pölten dagegen mit dieser Formation und auch die hinken den Erwartungen ganz gewaltig hinterher. Die sind tief drinnen im Tabellenkeller. Ja, und er versucht mit Vucenovic, also ein junger Spieler, mit Tempo, der hat eine kräftige Spieler, der geht nach vorne mit Balic, Ljubicic und Riski. Hat er natürlich auf Schnelligkeit. Vorher hat er es versucht mit dem Gartler als Zehner oder ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht gegangen. Man redet vieles gut in St. Pölten, aber ich muss leider sagen, aus St. Pöltener, vieles ist schlecht, weil die glauben wirklich, die verlieren gegen Hartberg daheim, kriegen etliche Tore gegen Salzburg. Es wird ein bisschen zu ausgeredet mit der Transfersperre. Die ist jetzt vorbei. Du musst jetzt mit dieser Mannschaft Punkte machen. Aus. Ja, Frankie, wir reisen mit Ihnen nach Vorarlberg. Die St. Pöltener sind im Anflug bzw. in der Anfahrt. Und David, diese Ankunft, die war dieses Mal überpünktlich. Alexander Schmidt und seine Burschen sind schon am Freitag ins Ländle aufgebrochen. Die Niederösterreicher hoffen auf Tore. Erst 5 haben die Wölfe erzielt. Vom Schmidt zum Schmiedl. Philipp Schmiedl feiert sein Debüt. Der 22-jährige Innenverteidiger hat zuvor bei den Juniors gespielt. Ja, und Schiedsrichter Hakam sieht eine sehr intensive Partie. Die erste Möglichkeit hat Berisha, der mit diesem Freistoß aber an Torhüter Riegler scheitert. Berisha über die Mauer, in der auch Luxbacher steht, der heute sein 100. Bundesligaspiel für den SKM bestreitet. Aber das macht der Torhüter der St. Pöltener ausgezeichnet. Dann Riski, der Finne, mit dem Antritt. Und dann ist Kobras auf der Gegenseite ebenso stark wie Riegler, verhindert hier den frühen Gegentreffer. Mit der Hand ist er am Ball und es bleibt weiterhin beim Torlosen 0:0. Doch die Niederösterreicher geben in der Anfangsphase nicht auf. Da ist es wieder Riski nach Zuspiel von Balic und Kobra sei Dank, dass es nach wie vor torlos 0:0 steht. Da haben sie alle Zeit der Welt, viel Platz, kein Abseits. Der Finne startet auch im idealen Moment und dann bekommt Kobras den Ball an die Brust oder gar ins Gesicht. Auf jeden Fall nicht ins Tor und das ist aus Sicht der Vorarlberger das Wichtigste. Dann der neue Mann Schmiedl mit dem Hüftcheck gegen Riski. Und das gibt eine gute Freistoßdistanz. Ball wird noch abgefälscht und Tor! Berisha mit dem 1:0 nach 28 Spielminuten. Ein Treffer, der sich nicht abgezeichnet hat, aber toll gemacht. Über die Mauer hinweg und der zweite Freistoß des Stürmers, der sitzt dann. Da ist Riegler ohne Abwehrchance und es heißt 1:0. Aber es geht gleich Schlag auf Schlag weiter. Wieder die Vorarlberger, die hier drauf und dran sind, einen zweiten Treffer zu landen. Jamnik zunächst gescheitert, dann Berisha Gue und Tor, nächster Treffer, Eigentor von Luan, der den Ball hier unhaltbar abfälscht nach genau einer halben Stunde. Ganz unglücklich war das. Wir werden es in der Zeitlupe noch einmal sehen. Zunächst Berisha, dann Gue, der will den Ball in die Mitte spielen und Luan ist da. Ja, und das ist natürlich Riesenpech bzw. Glück. Für die Vorarlberger Pech hier, für die Niederösterreicher, dass es hier 2:0 steht. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der nächste Treffer innerhalb von 5 Minuten. Emanuel Schreiner ist es, der Verteidiger. Joi, 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 da geht es drunter und drüber. Auch hier war Berisha wieder mitbeteiligt mit dem Assist. Und die Niederösterreicher in der Defensive, die lösen sich auf. Riegler ist wieder angeschlagen, dann aber richtig angeschlagen. Er muss in Minute 45 raus. Vollenhofer kommt rein. Schon zuvor musste Ingolic verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Also es läuft überhaupt nicht bei den St. Pöltenern. Da sehen wir auch diesen Zusammenstoß, den er da hat.
Also für die Mannschaft von Altach läuft es nach Plan, es steht 3:0. In den zweiten 45 Minuten machen wir einen Sprung in die 61. Minute und den nächsten Treffer zum 4:0. Florian Jamnik ist der Torschütze. Es gibt allerdings einen leichten Schönheitsfehler, war knapp im Abseits, aber würde am Spiel an und für sich gar nichts mehr ändern, denn St. Pölten kann nicht mehr und will auch nicht mehr. Die Vorarlberger, die wollen und die schießen auch die Tore. Dann eine Viertelstunde vor Schluss diese Aktion. Gebauer wird niedergerissen. Da gibt es Gelb-Rot für Haas. Damit St. Pölten nur mehr zu 10. Es läuft wirklich alles gegen die Niederösterreicher in dieser Partie. Akam hat ja völlig zu Recht auf die Ampelkarte entschieden. Da sehen wir auch, da hat der Arm nichts zu suchen. Elfmeter gibt's. Bollenhofer ist geschlagen, Berischer trifft in Minute 76 zum 5:0. Also die Altacher, die schießen sich so richtig warm bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen. Und dann in der 91. Minute macht einer noch das halbe Dutzend voll. Es ist Schreiner, der Verteidiger, Minute 92. Riesenjubel, es ist der höchste Altacher Sieg in der Bundesliga-Geschichte. St. Pölten wartet weiter auf den zweiten Saisonerfolg und hat als Vorletzter lediglich 4 Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht, auf die Admira. 6:0, also für die Altacher. Der erste Satz wäre zu Ende jetzt, wenn es Tennis wäre. Du spielst zu gerne. Ja, ja, aber du siehst eh den Superpass von Balic auf Risky. Kobras rettet sensationell mit der Brust. Dann steht es 0-1, das sind dann die Momente. Aber was dann passiert, okay, du machst ein Eigentor, das kann auch passieren, den Standard wird angefasst, aber so defensiv, so, also, ich kann nicht einmal sagen amateurhaft, weil ich bin selber Amateurtrainer und die Jungs machen das viel besser bei mir und ich bin Gebietsliga-Trainer, aber was da bei Bundesliga-Profis am Platz war, in der Defensive, das war ja eine Freche. Ja, und Frankie, jetzt verliert die Admira 5:0 gegen Rapid, St. Pölten 6:0 gegen Altach. Ist es heute sowas wie eine Bankrotterklärung für den niederösterreichischen Fußball? Bankrott will ich nicht sagen, aber ich sehe keine Entwicklung nach oben. Wiener Neustadt ist einmal komplett unten in der Regionalliga, die haben Riesenprobleme. Horn ist gut unterwegs, Amstetten, solala. Aber ich sage, da ist in Niederösterreich, müsste mehr da sein. Wir haben Akademien und so weiter. Aber ja, wir haben leider auch viele Leute, die nicht aus Niederösterreich sind, die nicht aus St. Pölten sind, die aber da alles bestimmen. Und ja, das sind Durchläufer. Und die arbeiten nicht an einer richtigen Philosophie. Das ist bei Admira das Gleiche. Vielleicht das Gleiche. Und das ist das große Problem bei St. Pölten. Frankie, wir lassen jetzt die Tore für Sie noch einmal durchlaufen. Der erste Treffer nach 28 Minuten, Mergin Berisha. Er hat vorher schon aufgezeigt mit dem guten Standard. Der war trotzdem lästig geworden für Riegler. Aber ich glaube, ohne abgefälscht zu sein, hätte er bessere Chance gehabt. Ja. 2 Minuten später. Ja, ich sag, das ist 2:0 für die Altacher. Das ist das Eigentor von Luan. Ja. Da steht er schlecht und Riegler erwartet natürlich den Flanke. Und ja, hier tut Luan die Hände am Rücken und macht eigentlich alles richtig, ist ein Pech. Ja, da geht es fast Schlag auf Schlag nach 33 Minuten. Emanuel Schreiner gleich mit dem. Aber bei diesem Tor muss der Luan für mich bei der Rückfahrt jede Stunde aussteigen und 40 Liegestütze machen. Weil das ist, wie er dort verteidigt, der kommt von Red Bull, der kommt von Liefering. Aber da hat er ganz andere Sachen gelernt. Mhm. Ja, Vollenhofer ist dann mittlerweile neu als Tormann. Kriegt genau, den Ball durch die Beine. Das ist, ja, er geht richtig raus. Aber das ist dann, ja, dann schwächen sich die St. Pölten auch noch. Gelb-Rot für Manuel Haas nach 76 Minuten. Ja, wie der in der Bundesliga, wie der zu dieser Zweikampf geht im eigenen 16er, kann es 9:0 stehen oder 12:0. So geht man nicht hin. Habe ich schon gelb. 11 Meter und die Höchststrafe muss ich noch raus. Ja, und nächste Woche bin ich auch nicht dabei. Das ist unglaublich. Berisha übernimmt die Verantwortung. 5:0. Ja, Berisha hat sich da heute sehr wohl gefühlt gegen die St. Pölten. Ja, und Emanuel Schreiner legt dann auch noch einmal nach. Zweite Minute der Nachspielzeit. Das,
sieht man, hey, das ist alles. Ich will und ich kann nicht, was St. Pölten da fabriziert hat. Letzte Woche schon gegen, oder vor der Länderspielpause gegen Hartberg. Was haben die gemacht in der Länderspielpause? Frage von mir an St. Pölten. Hat fast ein wenig ausgesehen wie im Training. Ja, aber das ist viel zu wenig für eine Mannschaft, die weiß, erst, die müssen fighten, weil bei uns geht es um die Existenz vom Verein, bei uns geht es um die Existenz von meinem eigenen Job, nicht als Profi. Und hier lässt man sich fast erschießen, oder nicht fast, man hat sich erschießen lassen. Frankie, wir fighten auch noch bis zum Ende dieser Sendung, haben noch das ganz große Topspiel für Sie in Kürze aus der Lavanzal Arena WAC gegen die Wiener Austria. Außerdem noch unser großes Tipico Wettstudio samt Wetteinlösung, also dürfen Sie nicht verpassen, damit bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Mit einer beeindruckenden siebten Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga, neuer Torrekord in dieser Saison. Und ein Spiel haben wir noch für Sie im Programm, das große Topspiel in dieser Runde, WAC gegen die Wiener Austria. Und da gibt es gleich einiges, das wir besprechen müssen. Besonders dunkel sind da momentan die Wolken rund um die Wiener Austria. Wie dunkel sind die Wolken über dem Verteilerkreis in Wien-Favoriten? Gerade ja, auch ist, nach dem das, Derby. Es ist, in Anfang war es ein gutes Alarm, aber ich glaube, dass die Hütte brennt. Ja. Ich glaube, dass der Stöger-Peter auch kurz verzweifelt ist. Er wird schon wissen, was er tut, was er tun kann. Aber dadurch, dass der Transfermarkt jetzt nicht mehr aktuell ist, das Geld fehlt ein bisschen, müssen es natürlich jetzt weiter mit dieser Mannschaft, mit dieser Trainer. Jetzt hat man das Derby verloren. Das tut auch weh natürlich in den Favoriten. Und jetzt braucht der Ilze natürlich, um glaubhaft zu bleiben, braucht er Erfolge. Und das ist schwer genug. Ja, gar keine Frage. Ganz, ganz anders ist die Situation im Lavanzal. Hier ist die Aufstellung der Kärntner. Ja, die Euphorie, die stimmt nach wie vor. Ja, die passt. Aber du hast da eine Bank mit Schmierböck, mit Baumgartner, der neue zugekommen ist. Schmidt, weißt du, die brauchen auch für die Euroleague fast einen größeren Kader, das haben sie gemacht. Und der Trainer, der Strüber, macht einen guten Job. Macht den Job schon weiter, was der Ilze angefangen hat. Und jetzt geht es darum, natürlich in der heimischen Liga dabei zu bleiben, bei den ersten sechs. Und natürlich vielleicht, ich sage mal, gegen Borussia Mönchengladbach, gegen Marco Rose, seine Mannschaft, die haben gewonnen 1-0. Ja. In Deutschland, dass man da eine riesen Sensation schafft. Das wird schwer. Ich glaube, dass die Sensation, um Austria zu schlagen, nicht so groß ist. Ja, es ist auf jeden Fall die große Generalprobe dann für den großen Gladbach-Hit in der kommenden Woche. Die Wiener Austria versucht es mit dieser Aufstellung, das hat sich Christian Ilzer überlegt. Der Palmer Brown, der Engländer, ist dabei. Ja, bei der Wiener Austria, das sagt alles, ist eigentlich der Fitz, der auffälligere. Sonst, ja, ich muss sagen, er probiert es halt mit ein bisschen anderer Aufstellung, mit anderer Taktik. Ja, das muss dann funktionieren, weil für das hat man die Länderspielpause nutzen können. Sonst muss ich sagen, schauen wir den Bank an, mit Diego, Prokop, Enovonci, Turgemann und so weiter. Eine große Karte, aber kein guter Kader. Ja, und eines steht fest, die Wiener Austria, die muss auf jeden Fall liefern. David, wie groß ist denn mittlerweile der Druck auf den Trainer, auf Christian Ilzer? Ja, Fähre, Christian Ilzer reist angespannt nach Kärnten, denn er steht nach der Derby-Niederlage und den schwachen Vorstellungen gehörig unter Druck. Ganz rechts sehen wir Tormann-Trainer Gruber, der hat mehr Grund zur Freude, er feiert sein 20-jähriges Jubiläum bei der Austria. Auch Frankie Schinkels kennt ihn noch gut aus seiner Zeit bei den Veilchen. Der WRC hat bereits 12 Punkte aus 6 Runden geholt. Am Donnerstag geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach mit Marco Rose. Zunächst ist aber die Austria der Gegner, Ritzmeier mit der ersten Möglichkeit, aber Palmer Brown, der Austria-Verteidiger, hat ja noch das Fußspitzel dazwischen und verhindert Schlimmeres. Nach diesem Corner ist es Palmer Brown, der noch dazwischen geht und damit weiterhin 0-0. Dann Freistoß, Lindl. Novak ist da aber schon abgepfiffen und dadurch wird diesem Treffer die Gültigkeit verwehrt von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber. Wir werden auch gleich sehen, warum. Ritzmeier hat hier ein Foul begangen und damit
eine klare Angelegenheit. Der Treffer zählt nicht. Franco Foda auch vor Ort, er wird den ein oder anderen potenziellen Teamkandidaten sehen. Weißmann, der Israeli, der bei Andi Herzog zuletzt begonnen hat, ist ja auch wieder mit von der Partie. Dann sieht er diese Aktion von Schmitz, Lucic ganz sicher. Der BRC aber bissig, in der Anfangsphase sicherlich die bessere Mannschaft. Immer wieder auch mit hohen Bällen und Lucic kann hier klären. Dann knapp vor dem Halbzeit diese Aktion, Routinier Klein, was macht er da? Trifft voll den Gegner, trifft Vanitznik, Schüttengruber. Zögert keine Sekunde und es gibt Elfmeter, eine wirklich saudumme Aktion. Von einem Routinier darf man sich etwas anderes erwarten. Wartet lange, schaut, sieht den Gegner, trifft ihn im Gesicht und damit Elfmeter. Glindl tritt an gegen Lucic, Lucic hält via Innenstange und dann Palmer Brown rechtzeitig zur Stelle. Also der Franzi Gruber ist doch ein exzellenter Tormann-Trainer seit 2 Jahrzehnten. Immer wieder viele Talente im Tor, wie Lucic. Also die Elfmeter zu halten, übt man auch im Training brav. Das hat man hier gesehen. Lucic freut sich ganz besonders, dass er diesen Strafstoß hier von Glindl entschärft hat. Tollos geht es dann in die Kabine. Die Wiener Austria hat relativ wenig gezeigt. Da muss einfach mehr kommen in den zweiten 45 Minuten von den Violetten und von der Mannschaft von Christian Ilzer. Aber es sind wieder die Wölfe, die spielen und die hungrig sind. Hier mit diesem Weitschuss, Lucic hat allerdings keine Probleme und pariert. Er wahrscheinlich der beste Austrianer bis zu diesem Zeitpunkt. Dann endlich einmal die Austria, die es versucht in der Person von Zwierschitz und Kofler macht das grandios. Fischt den Ball noch aus dem Kreuzeck mit einer spektakulären Parade. Glänzend reagiert hier vom WRC-Goalie. Dann wieder die Wölfe. Da ist Ritzmeier und der Ball ist im Tor. Das ist die Führung für den WAC. Nach 67 Minuten durch Marcel Ritzmeier. Da sehen wir es. Lindl auf Schmidt, der zurück auf Ritzmeier. Und dann ist der Austria-Goalie ohne Abwehrchance diesmal gut gemacht. Nach diesem Einwurf schnell gespielt über mehrere Stationen. Viel zu schnell für die Wiener Austria ist es da gegangen. Und damit 1:0 für den WAC. Dann kann Austria an die Latte hier, Riesenmöglichkeit, Kofler gegen Turcemann gerettet. Was für eine dicke Möglichkeit war das hier. Zunächst Ball ans Gebälk, dann Kofler ist da und achten Sie, schauen Sie, wie er den noch rausholt. Spektakulär und damit bleibt es beim 1:0 für die Wölfe. Da hat er die längsten Fingerspitzen des Tages. Dann wieder der WAC, Riesenmöglichkeit hier auf den nächsten Treffer. Lucic mit dem Foul an Weißmann. Das gibt Elfmeter, das gibt auch die gelbe Karte, passend zum Trikot. Da sehen wir auch, warum Weißmann wäre hier auf und davon gewesen. Der Gefaulte wird auch selbst schießen, macht das besser als Lindl zuvor. Jawohl, er macht es besser, 2:0. Sean Weißmann macht den Deckel drauf, 2:0 für den WAC. Und damit ist die Entscheidung wohl gefallen. Lucic verladen, der hatte natürlich keine Abwehrchance. Und es geht aber noch besser für den WAC. In der 90. Minute ist es Nyangpo und der trifft super zum 3:0. Was für ein Treffer. Schauen Sie sich das an. Aus dem Stand einfach so mal draufgehaut und der Ball klatscht und rast ins Kreuzeck. Ein super Treffer zum 3:0 für die Kärntner. Also die schießen sich schon mal richtig warm für Borussia Mönchengladbach. Am Donnerstag bitte unbedingt nachmachen. Da freut sich dann ganz Österreich. Christian Ilzer ist am Boden. Die Wiener Austria verliert auswärts gegen Wolfsberg mit 0:3. Und die Krise bei der Wiener Austria, die verschärft sich massiv. Christian Ilzer vielleicht unmittelbar vor dem Aus? Ja, dann wird man so richtig unglaubwürdig, weil jetzt hat man den Trainer der Rücken gestärkt. Durch die Länderspielpause hat man sicher Gespräche geführt. Gar keine Frage, aber irgendwas muss passieren. Ja, aber vielleicht muss es erst einmal passieren, dass man erkennt, dass die Wiener Austria keine Qualität hat. Dass die Wiener Austria nicht mehr die Wiener Austria ist, die sie glauben zu sein. Ja. Sie haben zwar die gleiche Dress an, wunderschönes Stadion, die Tradition von Herbert Brauskabis, aber sie haben nicht mehr die Mannschaft, die solche Spieler gewinnen kann, die auch ein Derby nicht heimspielen kann. Sie sind von hinten bis vorne nicht Austria-Wien-würdig besetzt.
der ein oder andere Spieler ist gut, aber in der Totalität ist es viel zu wenig, viel zu wenig. Drei Tore hat es gegeben, alle drei in der zweiten Hälfte. Nach 67 Minuten ist es Marcel Ritzmeier. Davor schauen wir sehr gerne noch auf den Strafstoß, den dann... Ja, das, Florian Klein, mit aller Respekt, was er schon geleistet hat, aber vergibt. Der ist weit, noch einmal, weit unter seinen Formen, die man von ihm erwartet. Darum hat er auch, bringt auch seine Qualität, kann er nicht reinbringen. Dass hier der Lindl den Elfmeter verschießt, ist auch, glaube ich, selten. Aber okay, dann gehst du in der Halbzeit mit 0-0 und da musst du doch einmal anders rauskommen. Ja, und ja, auch der Tormann hat zwar den Elfmeter mitgehalten, aber ich sagte trotzdem, dass der Lucic auch noch kein echter Spieler gehalten hat, gerettet hat. Ja. Kurz vor dem Ende, dann 88. Minute, weiß man auf Lucic. Ja, klar, Elfmeter, da brauchst du überhaupt nicht. Gelb geht für dich in Ordnung? Ja, weil er mit dem Fuß nach vorne geht und kann ihn noch verletzen. Auch. Aber der Weismann, ja, Goalgetter, wie wir ihn kennen. Ja, das macht er dann cool, zur Freude wahrscheinlich von Andreas Herzog und dann Anderson Niangpo auch noch mit dem dritten Treffer. Der schönste Treffer. Heißer Kandidat auf das Tor dieser Runde. Die Generalprobe für den WRC, wie geglückt? Von Ergebnissen her schon, aber ich muss es leider sagen, die Borussia Mönchengladbach steht natürlich drei Klassen über der Wiener Austria. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Und das wird für WRC eine Erfahrung, freue ich mich schon, für alle, die bei diesem Verein tätig sind. Ja, auch die Familie Riegler, die da wirklich dahinter ist. Der Dietmar Riegler, der Präsident, der das wirklich aufgebaut hat. Ein Riesenkompliment. Nebenbei wissen wir, glaube ich, schon, dass die im wunderschönen Stadion Bäume haben. Muss ich leider noch einmal erwähnen. Da müssen sie ausweichen nach Graz. Ist alles kein Vorteil. Sie sind bei denen in Wolfsberg gut aufgehoben. Tolle familiäre Familie und machen gute Leistung. Ja, die Bäume im Stadion sind ja nach wie vor ein riesengroßer Dorn im Auge und bereiten dir Schmerzen und Kopfzerbrechen, haben auch, die Verantwortlichen bei der Wiener Austria. Was können die tun? Was müssen die tun? Ich bin bei dir, dass man natürlich, wir Journalisten, ich bin jetzt auch ein Fußballexperte mit Journalisten, schreibe Kolumnen. Ich glaube, dass man es erst einmal einsehen muss, dass die Mannschaft die Qualität nicht hat. Aber, kommt das Aber, man erwartet schon jetzt auch von Ilze irgendwas anderes. Ja? Weil jetzt hat er den Florian Klein ins Mittelfeld getan. Jetzt haben sie ein paar Tage Zeit gehabt, sich einzustellen auf WRC, die er am besten kennt. So, er hat alle Möglichkeiten gehabt, aber er muss liefern. Und wenn er nicht liefert, geht es ihm genauso wie viele andere Trainer. Ist mir auch schon bei der Wiener Austria passiert. Dann wäre es gestanzt. So ist es. Und vielleicht einen Trainerwechsel hat es schon gegeben in dieser Saison vielleicht. Aber wer übernimmt? Der folgt da in Kürze der nächste. Die Spieler müssen jetzt einmal aufstehen. Die Spieler müssen einmal sagen, Trainer, bleiben wir mal raus, tun uns leid. Das ist ein Scheiß, was wir da spielen. Weil wir müssen zumindest fighten, kämpfen, wie Borussia Mönchengladbach. Weil das kannst du. Du kannst fighten, kämpfen, kratzen, kannst immer. Aber die können ja nicht fußballerisch eine Mannschaft beherrschen. Das ist das große Problem. Bleibt also höchst interessant und spannend, wie es weitergeht bei der Wiener Austria. Ganz kurze Pause noch einmal, dann ziehen wir die große Bilanz und wir haben zum Abschluss dieser Sendung auch noch unser großes Tipico-Wettstudio. Also, bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferit Tatzek und Frankie Schinkels. Tore in der siebten Runde, das sind die gesammelten Ergebnisse für Sie, Frankie. Die größte Überraschung, welches Spiel, welches Ergebnis? Naja, schon Alltag, 6 Tore, wenn du lang warten hast müssen, auf so einen richtigen Sieg. Und das war der höchste Sieg in der Bundesliga ever. LASK, trotzdem hat von Sturm ein bisschen mehr erwartet. Ja, Wolfsberg, Austria Wien ist dann in den letzten 3 Minuten dann noch höher ausgefallen, aber ist auch nicht echt überraschend. Ja, sonst, Tirol, Mattersburg, kann passieren. Und viele Generalproben, die geglückt sind dann für die kommende Woche. Das bringt uns zu dieser Tabelle. Die Salzburger nach wie vor makellos, Weiße Weste, der LASK ist dahinter. Das sind dann die weiteren Plätze, die untere Hälfte
Und ganz unten drinnen nach wie vor St. Pölten und die Admira. So geht es dann am kommenden Spieltag weiter. Die achte Runde bringt uns dann am Samstag dieses Spiel in Mattersburg gegen Sturm, die Admira gegen St. Pölten, der Aufsteiger Wattens Tirol gegen Rapid und am Sonntag dann die Wiener Austria gegen Altach, Hartberg gegen den WAC und das ganz große Topspiel Sonntag 17 Uhr dann der LASK gegen Salzburg. Alle Spiele, alle Tore dann auch wieder am kommenden Sonntag ab 22 Uhr und damit zum Abschluss noch das große Tipico Wettstudio. Ende gut, alles gut und Sie wissen natürlich Bescheid, am Ende jeder Ampfiff-Sendung zocken wir zwei noch. Wir geben unsere Tipps ab pro Spiel mit 10 Euro und wir zeigen Ihnen damit, welchen Gewinn Sie dann gleich hätten. Wir schauen auf die kommende Runde, Mattersburg gegen Sturm. Das erste Spiel, die Frage, fallen denn mehr als 2 Tore? Frankie, bei einem Einsatz von 10 Euro, würden dann diese Gewinne rauskommen? Wie entscheidest du dich? Ja, ich sage ja, da fallen mehr als 2 Tore, weil beide Mannschaften sind defensiv nicht in der Lage, auf den Null zu spielen. Da halte ich gleich einmal mit einem Nein einfach dagegen. Wir sind beim zweiten. LASK gegen Salzburg. Das absolute Topspiel. In der kommenden Runde schießen beide Teams ein Tor. Frankie, ja oder nein? Ich glaube auch ja, weil beide haben eine gute Offensive und sind immer gut für ein Tor. Und ich überrasche dich jetzt. Ich sage auch ja. Hey, endlich gehst du auf mich. Wer weiß, ich gehe nicht auf dich, sondern er sagt mir einfach mein Bauchgefühl, dass das die richtige Antwort ist. Ich höre da nicht auf dich. Und das dritte Spiel noch für Sie ebenfalls. Wieder mit einem Einsatz von 10 Euro würden sich dann diese Summen, diese Gewinne gleich für Sie ergeben, die Admira gegen St. Pölten. Wer schießt das erste Tor? Frankie? Ja, es gehen jetzt ein paar Verletzte und vielleicht Gesperrte natürlich auch. Ich glaube, die Admira. Weil ich glaube jetzt, dass der Jimmy Hofer jetzt von Anfang an spielt und der wird seinen ersten Knopf machen. Ich kann da sagen, wie es tatsächlich ist. René Gattler gegen die Admira im großen Niederösterreich-Derby, wieder erste Wahl. Und der Jimmy trifft. Dein Bauchgefühl? Ja, sagt man. Ja. Okay. Was sagt ihr zu deinem Bauchgefühl? Auch im Hinblick auf die Auflösung dann gleich für die kommende Runde oder für die letzte Runde, besser gesagt. Wir schauen vorher noch drauf. Das sind die Tipps jetzt von Frankie bzw. von mir und mit jeweils 10 Euro Einsatz hätten Sie dann schon, wenn Sie Frankie das Vertrauen schenken und so tippen wie er, dann 53,50 Euro oder Sie machen es ganz einfach so wie ich, dann 56 Euro schon in Ihrer Tasche. Am besten auch jederzeit reinklicken, www.tipico.at auf Neukunden gilt der Willkommensbonus von 10 bis zu 100 Euro. Ja, und Frankie, neu. Nehmen Sie Ihr Bauchgefühl und tippen Sie auf mich. Genau, siehst du? Ich sehe, du verstehst das. Ja, ja. In der letzten Runde hatten wir Zungenbrecher. Meine Tipps haben gestimmt. Also, ich habe zumindest gewonnen, daher der Zungenbrecher von dir. Wir lösen sehr gerne auf, wie es denn dieses Mal ausgegangen ist. Frankie, was fällt dir auf? Welche Schrift ist hell und welche ist weiß? Ich muss die ganze Sache fertig. Ich verneige mich. Ja, das super. Ist gut. Ja, na, hast du mehr wie verdient. Ja, absolut. Ampfiff@oe24.at. Schreiben Sie uns gerne Ihren Vorschlag, was einen Wetteinsatz eingeht. Zungenbrecher war es das letzte Mal. Sehr, sehr viele schöne Vorschläge sind auch diese Woche wieder gekommen. Und wir haben uns mit der Redaktion jetzt entschieden auf diesen Punkt. Eine Lobeshymne auf den Wettsieger. Darf ich sagen, dass ich der Wettsieger bin? Aber wir haben uns jetzt mit der Regie und mit der Redaktion noch geeinigt. So einfach ist es nicht. Diese Begriffe, diese Wörter müssen jetzt bei dieser Lobeshymne noch dabei sein. 30 Sekunden. Frankie, geht los. Ab jetzt. Ferry, ich habe dich beim Duschen gesehen. Ich kann sagen, er ist nicht klein. Deswegen bist du auch vielleicht vereinslos. Du spielst derzeit Minigolf, spielst aber nicht schlecht, weil die haben gesagt, früher bei deinem Amateurverein, du bist ein Badkicker. Aber die dritte Halbzeit ist mit dir so schön, immer ein gutes Spielchen. Du träumst von Rapid Wien, da wolltest du immer schon Profi sein. Was ist es geworden? Güssing. Güssing ist es geworden. Da hast du gespielt, aber ich mag dich, ich liebe dich. Bist für mich der beste Sportmoderator. Sehr schön. Frankie. Was sagst du jetzt? Großartig. Ich ziehe jetzt den Hut vor dir. Wenn es jetzt noch so tippst wie ich, dann hättest du ein bisschen was im Taschen. Aber es ist ja gut, wenn du verlierst, weil die Einlöse. Aber das Duschen war gut, gell? War sehr schön. Ich bin beeindruckt. Ich habe nicht gewusst, dass du so schön, so genau hinschaust. Also, ampfiff@oe24.at schreiben Sie sehr, sehr gerne Ihren Wetteinsatz, Ihren Vorschlag an uns. Frankie, hat großen Spaß gemacht. Ja. Der Schlussteil sowieso. Oder umso mehr.
Europa Cup, Champions League wir und nächste Woche LASK Salzburg. Genau. Wir sind dann kommenden Sonntag wieder für Sie da, am Pfiff ab 22 Uhr. Bis dahin schon jetzt alle Spiele online unter OE24.at. Machen Sie es gut, bleiben Sie sportlich. Schöne Woche.